Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Firewatch. Wir erkunden jetzt die Höhle. Wir haben das nötige Material, um weiter in der Höhle vordringen zu können. Und schauen mal, wie das Ganze jetzt da unten weitergeht. So. Wir nähern uns, glaube ich, des Rätsels Lösung. Und trotzdem ist das alles noch ein bisschen creepy. Gott sei Dank wurden die Mädels gefunden. Wir haben einen Traktor gestohlen und damit ein bisschen Mist gebaut und sind im Knast gelandet. Das heißt, niemand hat sie getötet. Trotzdem hat ja irgendwie ein Bär oder so all ihre Sachen zerrissen. Ich hätte noch die Leiter fragen können, ob sie denkt, dass... ob die was wissen. Okay, wir gehen mal langsam durch die Höhle. Puh, eine wirklich große Höhle. Hier unten kann ich leider Delilah auch nicht anfunken. Das heißt, jedes Mal, wenn ich wieder mit Delilah reden möchte, müsste ich aus dieser Höhle rauskommen. Es gibt bis dato auch nur einen Weg und die Musik lässt auch noch nicht darauf schließen, dass jetzt irgendwas Schlimmes kommt. Das wird sich aber jederzeit... Da liegt einer... Oh, oh. Oh nein. Your stuff gave out. Oh, you poor fucking kid. Die Kletterausrüstung ist kaputt. Brian ist hier runtergestürzt, hat sich wahrscheinlich so verletzt, dass er entweder hoffentlich direkt gestorben ist bei dem Aufprall. Oder hier verhungert ist. Haben wir jetzt schon wieder einen gefunden. Wir müssen jetzt aus dieser Höhle rauskommen, um das zu reporten. Aber ich nehme an, dass das... Also irgendwie habe ich noch die Befürchtung, dass es kein Unfall gewesen ist und wir hier unten eingesperrt wurden, damit wir hier auch nicht mehr rauskommen. Ich glaube, hier hat jemand aus Versehen... Ja, vielleicht war es ein Unfall, der von einer anderen Person ausgelöst wurde. Und die hatten schon... Ah, Gott, keine Theorien aufstellen. Lieber jetzt erstmal rauskommen und versuchen, die Delilah zu reporten, was hier passiert ist. Eine unglaublich tiefe Höhle. Wir können jetzt auch wieder rennen. Das konnten wir gerade kurzzeitig nicht. Und da hinten kommen wir auch wieder raus. Und sollte das jetzt ein anderer Ausgang sein, wäre das auch ein weiterer Eingang. Denn gesprungen sind wir nur am Anfang. Mir gefallen diese hohen Wände hier nicht. Ich glaube, jemand wartet auf uns. Weil er weiß es. Ach, sieh an. Da sind wir wieder am Anfang. So. Sogar ganz am Anfang in der Höhle. Das heißt, jetzt schnell hier raus. Bitte nicht wieder runtergezogen werden oder so. Was ist das für ein krasser Nebel? Wir sehen nichts. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. About what? You're freaking me out. He's in there. What are you saying, Henry? The only thing in the cave is Brian. He's dead. His body is in the cave, Delilah. You gotta be fucking kidding me. How does that... I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Ich sag, es war kein Unfall. I don't know, maybe it was Ned. If not him directly, he put enough stupid fucking know-how in his head to get him killed. Son of a bitch. Yeah.
what do we do now, Dee? I mean, are you okay? No, I'm not. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Tag 79, ja, wir haben den Brian gefunden. Und wir packen. Pack up belongings. Mein Foto mit Julia finde ich ist wichtig. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire? Or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? Wie das alles miteinander verbunden ist, würde ich gern wissen. Connected. The surveillance, the Goodwins, Brian's death. Look, I don't know what to say, okay? It's like the universe cooked up the cruelest thing to have happen. Does it connect to everything else? I don't know. I don't know if I even want to. Of course you do. There's gotta be a reason. Does there? Maybe. Maybe not. Das piept schon wieder was. Well, fuck. For starters, I guess you could find the source of that signal. Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay, yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. Okay. Happens, I'll remember you. Ich habe das Bild eingepackt. Am I walking into a trap right now? I hope not. I would much rather remember you from a bar somewhere and not a jail cell. Please find who made that tape. Ich glaube so, das da, den Wedding Ring nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und ansonsten die Kassette hier. Alles, was uns so ein bisschen noch an damals erinnert. Ich hätte auch gern den Report von Delilah mitgenommen. Vielleicht möchte ich dafür erst den Cup wegwerfen. Nee, an den komme ich nicht dran. Genauso wie an viele andere Notizen, die ich hier habe. Ich hätte den Report von Delilah gerne mitgenommen, falls sie mir irgendwie einen Strick drehen will. Was ein Sturm hier gerade herrscht. Wieder mal geil für die Atmosphäre. Vom Sound her auch wieder top. So, aber ich weiß ja, in welche Richtung ich muss. Nach Norden und sogar gar nicht so viel. Jetzt nur schauen, ob ich die richtige Richtung finde. Ob es wieder hier unten ist, weil... Warte, Moment. Jetzt muss ich doch einmal schauen. Bapapapam, da sind wir. Ja, ist es jetzt... oben. Ja, das sind natürlich zwei Wege, die dafür in Frage kommen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Obwohl ich glaube, das hätte man bestimmt rauslesen können. Entweder gehe ich jetzt hier rum und dann links. Das sieht aber, glaube ich, ganz gut aus. Ja, das sieht gut aus. Kommen wir dieses Trommelgeräusch. Der Sound ist durch diesen Sturm so verzerrt, dass ich nicht wüsste, wenn mich was verfolgt. Aber da ich eigentlich noch keinen Gegner gesehen habe. I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just Brian. I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cutback in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Dann muss es dahinter sein, oder nicht?
Also in die Richtung wäre ja, da gucke ich nach oben. Aber da ist es ja nicht. Das heißt, es muss noch viel weiter sein. Und das ist also ein ganz gutes Stück, was wir jetzt hier noch vor uns haben. Ich denke sogar, dass ich hier runter muss. Das bei dem Sturm. Okay, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Da. Ist das für uns? Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god, Henry. Ich habe das Tape mitgenommen, das erste. Yeah, hi Henry. You better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't believe I'm keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for fuck's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. Wir haben auf jeden Fall, das müsste nett sein. Hier ist jemand, der lebt hier schon seit 3 Jahren. Das ist er. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. Alright, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. Alles klar, das war der Goodwin. We found the surveillance operation. Er hat uns auch abgehört. Okay. What does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. Ich glaube, es war ein Unfall. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Okay. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir schauen mal, wohin uns dieser Weg hier erstmal bringt. Jetzt können wir nämlich von... Könnten wir nämlich von hier fliehen. Ich bin immer noch nicht überzeugt, dass das Ganze ein gutes Ende nimmt. Oha! Ein Camp. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. Ah! Okay, also die Reports über uns hat er auch geschrieben. He wrote down everything he did to us. Everything he did every day. He was scared shitless. Ah, er wollte sogar uns gar nichts Böses. Er hat uns sogar unser Zeug noch zurückgebracht. Er hat hier alles geschrieben. Hier sind die Teen Magazines, die beiden, die wir am Anfang gefunden haben.
Brian was a nice-looking kid. Yeah. To a red bat mega dad. God. What? Nothing, just some of Brian's stuff. Die Magazine von den Mädels. Die Supplies von den Lookouts. Das hätte ich gerne nochmal reported eigentlich. Eine Workbench, umgebaute Radios, Funkgeräte. Was man für den Winter braucht. Vorräte, Sleeping Bags, Batterien. Wenigstens ein bisschen geschützt. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. Die Radio Logs zwischen Julia und allen, wenn man sieht nämlich einen Turm von hier, meinen. He could see my lookout. Und deinen. He could see both of our towers. Yours too. He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. Ach, Mann. He had quite the view. Alles klar. Von hier aus konnte er natürlich beide perfekt sehen. Nein, nein, nein. Ich wollte nicht droppen. Schön, dass wir das hier noch gefunden haben. Das fand ich sehr interessant. Ich kann hier aber auch nicht weitergehen. Clotheslines, natürlich Pile of Trash. Dann wollen wir mal wieder zurück. Er hat sich ja mal einen schönen Berg ausgesucht, nämlich einen Berg mit nur einem, nennen wir es mal, Eingang. Leute, wird das beim nächsten Mal unser letzter Part sein? Schaut auch morgen um 20 Uhr wieder rein, wenn es weitergeht mit Firewatch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, lasst die Playlist laufen und bis zum nächsten Mal. Ciao.